Hi, hier ist Papa Alpha 5 Hotel Romeo. Ich heiße Bert und mache heute ein kleines Video, weil ich gemerkt habe, dass doch einige Probleme haben mit dem Software-Update von dem 9700 oder 7300. Und manche haben auch Probleme mit der Auspackerei und dann mit der Kopiererei auf der SD-Karte und so weiter. Und damit die Leute auch ein unbeschwerliches Update machen können von dem 7300 oder 9700, mache ich jetzt hier ein kleines Video, wo man die Datei bekommt. Das ist ganz klar auf dem ICOM-Server und wie man sie dann runterlädt und auspackt auf der SD-Karte und so weiter. Voraussetzung ist natürlich, die SD-Karte muss vorher vom Gerät formatiert sein, damit das Gerät auf dieser Karte den Ordner anlegen kann von 7300 oder 9700. Und in diesem Ordner wird dann später die Datei ausgepackt, reinkopiert oder reingeschrieben. Okay, wie das so funktioniert, werde ich jetzt zeigen. Also, bis dann. Zuerst gehen wir mal bei Google und geben da oben in der Suchzeile ein ICOM Firmware Update, wie hier zu sehen ist. Und gehen dann auf Suche. Und dann hat man hier oben, der erste ist es sofort, Firmware Update und so weiter. Das ist der Firmware Server. Dann scrollt man nach unten zum 9700 oder 7300, was man braucht. Und guckt dann die neueste Software hier, 1.13. Klickt da drauf. Ja, dann sieht man hier die Software, was da alles anders ist, wird da beschrieben, welche Fehler behoben worden sind. Das ist der eingepackte Ordner. Und wenn man damit einverstanden ist, dann geht man hier unten, ja, genau, hier unten auf Einverstanden. Und dann kriegt man ein neues Fenster. Ich habe das bei mir in den Browser geladen, man kann es auch woanders hinladen. Habe es einfach in den Browser mit reingeladen. Ich benutze den Firefox. Und ja, mache den Browser klein, damit man das dann besser sehen kann. Gehe in den Download. Hier. Ja, und da ist dann der eingepackte Ordner, den ziehe ich mir einfach hier raus auf meinen Desktop. Genau so. Und ja, den brauchen wir nicht mehr, den können wir zumachen. Und es geht hier um diese SD-Karte. Man benötigt, um ein Update zu machen, so eine SD-Karte für den 9700 oder 7300. Das macht dann nichts aus. Die muss man in dem Gerät reinschieben und dann ins Menü gehen und diese Karte formatieren, damit das Radio die Gelegenheit hat, um da die nötigen Ordner anzulegen, die man dann später für ein Firmware-Update nötig hat. So, diese Karte, ich habe jetzt hier einfach mal so eine Testkarte genommen, um das hier für das Video zu zeigen. Auf diese Karte werden dann die Firmware und im ausgepackten Zustand geschrieben. So, wenn man die Datei also von dem Server, vom ICOM-Server runtergeladen hat und vorausgesetzt, man hat ein Entpackprogramm. Ich benutze hier das WinRAR, gebräuchliche Auspackprogramm, womit man gepackte und gesippte Dateien auspacken kann. Dann erscheint das hier auf dem Desktop. Das ist diese hier. Kann man das jetzt bei mir sehen? Hier? Nein. Diese Datei, die ich jetzt hier anweise, diese. Das sind so drei aufeinanderliegende Bücher, wenn man natürlich das Programm hat. Wenn man diese dann anklickt, Doppelklick mit der linken Maustaste, geht ein Fenster auf. Hier. Da wird dann die Datei angegeben.
die man hat. Und da oben drüber steht hier, wieder ein bisschen nach oben, bei dem goldenen Ordner hier, Auspacken in. Wenn ich das dann anklicke, einmal anklicken, ein Mausklick, kriege ich hier rechts, und nochmal wieder zoomen, so, die ganzen Stationen, die ich habe, USB-Porten, SD-Karten und so weiter, dann suche ich mir meine SD-Karte aus. Bei mir ist das in dem Falle die Laufwerk F. Klick da einmal drauf, oder nee, zweimal drauf, dann sehe ich, aha, da ist der, der Dateiordner 9700, den selektiere ich und dann klicke ich nur noch OK. Und dann sieht man, dass das Programm die Datei auf die Karte schreibt. So, dieses Fenster kann man dann schließen. Und jetzt kann man nochmal kontrollieren. Nochmal aufmachen, den Erkenner. Und dann geht man nochmal gucken, ob auch auf der Karte die Datei vorhanden ist. Ja, hier ist der Ordner. Na, sieht man nicht. So, tut mir leid, dass es auf diesem Weg geht. So, hier ist der Ordner. Dann guckt man, ob die Datei da vorhanden ist auf der Karte. Und ja, hier unten ist sie eingetragen. Mit DAT. Und diese ganzen anderen Geschichten sind von dem 9700 selbst angelegt worden, wenn man da Dateien, irgendwelche Einstellungen und so weiter abspeichern will. Und diese Datei hier unten ist jetzt aus diesem ausgepackten Ordner auf diese Karte geschrieben. Und diese Karte nimmt man dann, steckt sie ins Radio und geht auf Firmware-Update und folgt dann den Anweisungen, wie sie dann da in dem Radio stehen. So, hier ist jetzt der 9700 von ICOM und das hier ist die SD-Karte, die werde ich gleich in das Radio einstecken. Das mache ich jetzt sofort. Und dann kann man oben rechts bei dem Radio erkennen, dass der eine Karte hat. Da taucht jetzt ein Symbol auf, jawohl, hier. So, und jetzt geht es um das Firmware-Update. Man geht also hier auf Menü, auf die Taste Menü, bei Set. Dann geht man auf SD-Karte, dann natürlich hier Firmware-Update und dann scrollt man. Ich habe das Update schon gemacht, deswegen mache ich es jetzt nicht mehr. Wenn man jetzt hier auf Yes eine Sekunde lang drückt, dann geht der Update, also geht das Update-Vorgang, geht der, also startet der und dann funktioniert das. Es dauert etwa so eine halbe Minute, dann ist das passiert und dann startet das Radio von neu auf und dann kann man auch sehen, welche Version man drauf hat. Ne? Also ich gehe hier jetzt nochmal raus, damit es hier nicht zu irgendwelchen Fehlfunktionen kommt. Um die Versionsnummer zu testen, schalte ich das Radio nochmal aus und wieder ein. Und dann kann man unten links sehen, rechts sehen, 1.13. Jo. Das ist die ganze Herrlichkeit. So wird die Software abgedatet auf dem IC 9700 oder aber den 7300. Das Verfahren ist das gleiche. Also, HY73 und viel Glück.